Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Heute ist der Montag in der diesjährigen Karwoche und montags gibt es ja immer den Workshop um 20 Uhr für alle die, die, ich will mal sagen, es gewohnt sind, dass wir uns dort zu unseren Problemen unterhalten, darüber unterhalten, wie wir noch besser mittels Agilcare unsere Lebensqualität zu verbessern. Und natürlich begrüße ich auch diejenigen schon vorauseilend, die jetzt nicht live dabei sind, die vielen, die die Gelegenheit nutzen, die Aufzeichnung sich anzuschauen. Denn das ist ja auch eine sehr gute Möglichkeit, Wissen aufzunehmen. Und dabei ist es sogar möglich, das wissen mittlerweile auch alle, dass man während der Aufzeichnung nicht nur die Downloads, die wir anbieten, annehmen kann, sondern auch noch Fragen stellen kann, die wir ganz gern und sehr gern bearbeiten. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich und wir wünschen uns einen schönen Abend. Vielleicht ist jemand in der Lage, ich schaue jetzt nämlich nach dem Chat, mir mitzuteilen, ob ich gut zu verstehen bin. Und das möchte ich ganz gern noch im Chat lesen. Viele liebe Grüße an alle. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns dabei sind beim Workshop. Ich freue mich wirklich sehr. Aber vielleicht kann jemand schreiben, ob ich auch visuell und akustisch, ja, Bild und Ton gut, schreibt Karl-Heinz Schuster. Vielen Dank, Herr Schuster. Alles wunderbar. So, dann würde ich auch jetzt gleich, dass ich es nicht vergesse, Ihnen die PDF-Datei zum Download zur Verfügung stellen. Viele mögen die sich herunterladen. Das können Sie ab jetzt über die ganze Zeit. Und viele nehmen das als Dokumentation für sich. Und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich ja heute wieder, diesen Download durchzuführen, weil dort ein, ich denke, wichtiger Link drin ist, neben den anderen wichtigen Informationen ein wichtiger aktueller Link drin ist. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Ja, dann lassen Sie uns die Präsentation starten. Heute am 25. März sehen wir uns also hier gemeinsam wieder unter dem Motto für bessere Lebensqualität. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, das ist sozusagen der Hinweis für die Randbedingungen, die immer gelten die Randbedingungen, dass man die optimieren soll. Ich will bloß ganz kurz sagen, Elektrolyte verbessern, Bandbreite optimal ausnutzen, das heißt, möglichst nicht mit anderen Dingen sich beschäftigen während der Anwendung oder Anwendungen, keine Gespräche führen, keine Telefonate, keine Spielereien am Telefon und möglichst auch im entspannten Zustand die Frequenzen oder die Energie genießen, damit wir genügend Bandbreite haben, um auch über die Bandbreite die Signale über die menschlichen Zellen bis zu den zu eliminierenden Mikroorganismen zu senden. Natürlich, und dann auch die Entgiftung ist wichtig, das wissen Sie. Wer sich darüber nochmal etwas besser informieren will, ich habe den Link hier angegeben, ulrich-mtc.de/download. Dort können Sie sich das ansehen, wie wir das nochmal etwas näher erklären. Ich möchte über eine Rückmeldung hier Bericht erstatten. Und zwar ist die für mich außergewöhnlich gut und schnell und optimal. Wir werden uns vielleicht ein klein wenig austauschen, warum, oder ich werde mich Ihnen gegenüber äußern, warum ich das für möglich halte, wodurch das entstanden ist, dass hier so gute Lösungen gefunden wurden und so schnelle Lösungen, auch anhaltende Lösungen gefunden wurden und wie man das eben nachvollziehen kann, wenn man selbst in ähnlicher Situation ist. Eine Familie schrieb uns, Lungenentzündung, bei der Lungenentzündung entsprechend, ich weiß gar nicht, ob wir die Empfehlung gegeben haben oder ob das aus eigener Initiative entstand, die beiden Anwendungen, die ich hier aufgeschrieben habe,
A257. Ich wiederhole, Quellcode-Index A257 und die Anwendung heißt Pneumonie. Und als zweites die Anwendung C683. Ich wiederhole den Quellcode-Index C683 und Schwermetalltoxizität TA. Und dann wurde erfreulicherweise nach 10 Tagen das Problem gelöst, Lungenentzündung nicht mehr vorhanden, das eben auch ärztlich, mit ärztlicher Diagnose sichergestellt, dass es eben keine Lungenentzündung mehr gibt, die vorher ganz klar diagnostiziert wurde. Ja, wie kann man sich das vorstellen, warum zum Beispiel C683 hierbei diese Schwermetalltoxizität TA, warum das einen Beitrag liefert? Und ich denke, einen wesentlichen Beitrag. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir es mit Mikroorganismen zu tun haben und die sehr, sehr häufig Schwermetalle aufnehmen, diese Schwermetalle in Form von Quecksilber, in Form von Blei, in Form von Cadmium, in Form von Aluminium auch aufnehmen. Und wenn wir sozusagen die Mikroorganismen, die das aufgenommen haben, über die Anwendung C683 eliminieren, dann gehen auch diese Schwermetalle aus dem Körper heraus und wir haben einen Riesenfortschritt bei der Verbesserung der Lebensqualität geführt. Ich habe gerade vor einigen Tagen einen Vortrag von Dr. Klinghardt zu dieser Thematik aufnehmen können und diesen Vortrag würde ich, wenn ich dann die Genehmigung auch habe, im AgriSmart dann weitergeben. Dort gibt Dr. Klinghardt in einem Interview sehr, sehr interessante Informationen weiter, einmal zur Schwermetalltoxizität, aber auch zur Belastung von Nerven, Nervenzellen. Und das sind ja alles Dinge, die wir auch mit AgriCare, sagen wir mal, in den Fokus nehmen, um Menschen zu helfen. Soweit also zur Lungenentzündung. In derselben Familie, dieselbe Person, hat ein Karpaltunnelsyndrom. Sie wissen sicherlich, das ist am Handgelenk, dort, wo die Sehnen durchgeführt werden, durch den Tunnel, den man Karpaltunnel nennt. Dort gibt es dann Entzündung der Sehne, Entzündung der umgebenden Gewebes und das ist und kann sehr schmerzhaft sein. Zum Karpaltunnelsyndrom ist es klar, da gibt es die Anwendung C305. Ich wiederhole, C305, Karpaltunnel, sekundär heißt die. Und dadurch, dass es ein zum rheumatischen Formenkreis gehört, empfehlen wir immer auch die A272. Und ich weiß gar nicht, ob der Anwender auf unsere Empfehlung oder eigener Intuition A272 rheumatische Arthritis durchgeführt hat. Das ist ja nicht unbedingt notwendig, dass man das als solche diagnostiziert. Die Diagnose muss nicht stimmen, aber die dabei zu eliminierenden und dabei eliminierten Mikroorganismen erwischt man sehr gut, die auch das den Karpaltunnelsyndrom betreffen. Er hat es sehr, sehr diszipliniert durchgeführt und nach 3 Monaten war alles okay. Und da gratuliere ich dem Anwender auch, dass da zu diesem Erfolg, denn wenn man sich mal die Alternative anschaut, wenn es operiert werden muss, was ja auch nur mit 60%, weiß ich aus den wissenschaftlichen Unterlagen, nur zu 60% zum Erfolg führt. Alle anderen haben weiterhin sehr große Probleme, manchmal sogar größere Probleme nach der Operation als zuvor. Dann ist das eine sehr, sehr gute Alternative, mit AgriCare zu arbeiten und hat sogar die Möglichkeit, wenn das noch einmal auftreten sollte, dass man gleich wieder 1, 2, 3 Anwendungen durchführt und dann ist es auch sicherlich über lange Zeit geklärt. Bei vielen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass es über Jahre keine Symptome entsprechend dieses Syndroms mehr gekommen sind. Also auch zu dieser Leistung, es handelt sich um denselben Anwender. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Und für Sie, meine Damen und Herren, möchte ich als Anregung geben, dass man eben, wenn es auch 3 Monate dauert, dass man eben dann doch zum Erfolg kommen kann. Und es ist immer noch ein Riesenfortschritt gegenüber den bestehenden Alternativen. In derselben Familie, eine andere Person hatte Flug- und Höhenangst. Und zwar sehr ausgeprägt. Und die Anwendung C71, ich wiederhole den Quellcode-Index, C71, die Anwendung heißt Angst 1,
wurde über mehrere Tage eingesetzt und jetzt schon über Monate hinweg sind alle Ängste beseitigt und dieses Problem ist also nicht mehr vorhanden. Ein schöner Erfolg. Wenn man mal die drei Erfolge, die unmittelbar nacheinander in der Familie von zwei Personen sozusagen erreicht wurden, einmal zur Lungenentzündung, zum Karpaltunnelsyndrom und zu den Flug- und Höhenängsten, dann ist das doch ein toller Erfolg. Und ich möchte Sie, meine Damen und Herren, für den Fall der Fälle sozusagen damit motivieren, mit solchen Anwendungen, wenn es denn so sein sollte, dass sie bei Ihnen zutreffen, diese Ereignisse, mit solchen Anwendungen möchte ich Sie motivieren, dass Sie damit Ihre Lebensqualität gut verbessern können. Natürlich, so wie die erste Folie zeigte, bei optimalen Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Wir waren, und ich bin noch voller Freude über dieses Ereignis, Claudia und ich waren wir am vergangenen Samstag beim dritten Vogtländischen Kongress für integrative Naturgemäße. Es war der fünfte Kongress, ich habe das hier falsch geschrieben, zum fünften Vogtländischen Kongress für integrative naturgemäße Medizin in Greiz. Wir freuen uns heute noch sehr, dass wir eingeladen wurden. Das ist eine ganztägige Veranstaltung, zu der wir immer sehr gern gehen. Sie gibt es normalerweise alle 2 Jahre, wenn nicht ein Corona-Pandemie dazwischen kommt. Und wir hatten dieses Jahr die Freude, jeder einen Vortrag zu halten. Und Claudia hat mit Abstand für mich, auch mit verglichen mit meinem Vortrag, den besten Vortrag dort gehalten. Ich bin ganz stolz auf sie. Sie hat sich wacker geschlagen vor einem großen Auditorium, hat sie über das Thema verbesserte Lebensqualität durch gezielte Eliminierung störender Mikroorganismen gesprochen. Den Inhalt dieses Vortrags werden wir auch in den Beiträgen auf unserer Homepage ablegen in den nächsten Tagen. Und da können Sie sich das auch noch einmal anschauen und wird er dauerhaft dann verfügbar sein. Ich denke, was Claudia da mitteilt in diesem Vortrag, ist sehr lehrreich und es hat sich auch gezeigt, dass das Auditorium bei dem Vortrag Claudias großes Interesse gezeigt hat. Das zeigte sich auch dadurch, dass diese Interessenten danach an unseren Messestand gekommen sind und unsere Vorträge auch gut eingeschätzt haben. Ich habe zu dem Thema erlebte Harmonie zwischen Menschen und Mikroben gesprochen, auch vor einem großen Auditorium und habe dort ausgehend von dem Gedanken, dass wir immer quasi wie eine Geschäftsidee in unserer Dr. Ulrich Medizintechnik das Ziel haben, Leben ohne Krankheit zu erreichen für viele Menschen, dass die Möglichkeiten erstmal über den Wissensbezug und dann über die Vermittlung und das Üben und Trainieren und Effektivieren von Methoden. Heute ist zum Beispiel in diesem Workshop, sehe ich das auch als Möglichkeit, effektiver mit Agilcare zu arbeiten, immer mit dem Ziel, bessere Lebensqualität zu erreichen und habe mich konzentriert oder auf den Teilbereich orientiert mit meinem Thema erlebte Harmonie zwischen Menschen und Mikroorganismen und habe dort mit dem Ziel, eine differenzierte Betrachtung zu den Mikroorganismen zu schaffen. Ich gehe gleich etwas näher darauf ein. Und nach dieser differenzierten Betrachtung als Ziel habe ich mir als zweites Ziel aufgeschrieben, für die Hörer des Vortrags eine verbesserte Handlungsweise bezüglich der Erkenntnisse, bezüglich der differenzierten Betrachtung über Mikroorganismen an den Tag zu legen und alles mit dem Ziel Lebensqualität. Bin davon ausgegangen, ich möchte das ganz, ganz kurz machen, denn meinen Vortrag finden Sie schon auf der Homepage. Ich gebe nachher gleich den Link an dazu und wer die PDF herunterlädt, der kann sozusagen den Link direkt nutzen, um sich dann das Video anzuschauen. Und als kleine Besonderheit, und ich denke, viele werden das als Vorteil sehen, hat man dort in dem Beitrag auch noch die Möglichkeit, den Skript herunterzuladen und dabei noch nähere Informationen eben nochmal schriftlich, im goethischen Sinn, schriftlich nach Hause zu tragen. Ja, ich gehe davon aus, dass Mikroorganismen stets ausgehend von Louis Pasteur und Robert Koch zunächst einmal betrachtet wurden als Krankheitserreger und demzufolge Virchow Großes geleistet hat in europäischen Städten durch Verbesserung des Kanalisationssystems und der Trinkwasserversorgung, Menschen zu retten, dass sie eben nicht die
bis dahin üblichen Infektionen hatten, die vielen das Leben kostete und somit einen Riesenfortschritt gebracht hat in vielen europäischen Städten. Ignaz Semmelweis, ein Bild von ihm rechts, hatte sein Leben lang gekämpft darum, dass Ärzte sich wenigstens in den Handlungen mit Gebärenden an einfache Hygieneordnung, einfaches Hygienehalten richten, nämlich sich die Hände zu waschen. Und das haben viele Ärzte abgelehnt, insbesondere Ärzte der in leitender Position. Und so kämpfte eben Semmelweis nicht vergebens, aber kämpfte eben bis an sein Lebensende. Und später erst hat sich das durchgesetzt, dass man eben einfaches Hygieneverhalten auch von Ärzten verlangen konnte. Ausgehend davon, dass wir eben ungefähr 800.000 Arten von Krankheitserregern haben und nur 200 davon, ich will nochmal wiederholen, 800.000 Arten von Krankheitserregern haben und nur 200 davon können Krankheiten bei uns erreichen. Das sind 0,025%, habe ich das so aufgebaut, dass eben Bakterien, Viren und Phagen und Symbionten, wer noch nichts davon gehört hat, kann das dann in dem Beitrag lesen, dass dann diese Vorteile ganz, ganz große Vorteile haben und schließlich es angebracht ist, dass man mit den Mikroorganismen ein Zusammenleben organisieren sollte und das respektieren sollte, dass es sehr, sehr viele Mikroorganismen gibt, die nicht nur Gutes für uns tun, sondern dass man das auch nutzen kann für seine eigene Lebensqualität. Es geht nicht ohne Mikroorganismen und wir brauchen eine Kooperation mit vielen Mikroorganismen. Wenn man so will, eine Kooperation mit 99,98% der Mikroorganismen. Und ich gehe dann auch noch in den Beitrag und in dem Vortrag war es auch in Greiz so, dass ich darauf eingegangen bin, dass bei Algal Care wir nur die Mikroorganismen selektiv eliminieren, die in Dysbalance sind. Und dass wir die Guten erhalten und dass wir das schon viele Jahre beachten. Und unser Augenmerk richten wir auch darauf, dass wir nicht etwa die Guten zerstören, sondern nur die in Dysbalance störenden Mikroorganismen. Somit haben wir das beherzigt, was in dem Vortrag auch herausgestellt werden sollte, nämlich sich mit den Guten gut zu tun und nur die Störenden in Dysbalance zu bekämpfen. Und diesen Beitrag, deshalb habe ich darauf hingewiesen, dass der Link dann kommt, diesen Beitrag brauchen Sie nur auf diesen Link zu klicken, wenn Sie sich die PDF heruntergeladen haben und können sich diesen Beitrag anschauen. Er ist dauerhaft auf unserer Seite ulrich-mtc.de zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse zeigen an dieser differenzierten Betrachtung. Daraus eine Wissensvermehrung bei Ihnen entsteht, die auch das Ziel hat, bessere Lebensqualität zu erreichen. Ich habe auch, wenn Sie sich das herunterladen, und das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, in dem Beitrag, unter dem Beitrag ist der Link, um sich überhaupt den Skript herunterzuladen. Auch ich habe es vorhin erwähnt, den Skript können Sie also herunterladen und dabei finden Sie auch in den einzelnen Abteilungen, Abschnitten, die zugehörige Literatur und ist sicherlich sehr hilfreich. Und ich habe auch nochmal heraus zusammengefasst, dass es sehr, sehr viele Hinweise und wirklich in angenehmer und kurzweiliger Form zu erfassen sind durch das Lesen von Elena Collins Buch Die stille Macht der Mikroben. Soweit also zu dem Beitrag, den ich hervorheben wollte. Und ich gebe schon die Aussicht, dass Claudia auch bald ihren Beitrag verfilmt hat und Sie den dann dort auch an selber Stelle finden würden. Ich gebe dazu dann noch, wenn das fertig ist und es bereit liegt, nochmal per E-Mail die Information, beziehungsweise am nächsten Montag, es ist zwar Ostermontag, aber da findet auch unser Algal Care Workshop statt. Hier die Kommunikation zu uns. Sie wissen, dass Kommunikation zu Ihnen, zwischen uns, von großer Bedeutung ist und nach meiner Einschätzung ist es der Schlüssel zu dem Erfolg, den wir haben, mit dem wir uns absetzen von vielen anderen.
Wir sind, denke ich, sehr, sehr effektiv und erfolgreich für unsere Anwender, nicht nur dadurch, dass wir viele Änderungen, Erneuerungen und Erweiterungen kostenlos weitergeben, sondern dass wir eben auch in enger Kommunikation zu Ihnen stehen, wenn Sie das möchten. Wege dazu sind das Ticketsystem, der Live-Chat, das Forum. Sie sehen die eingeblendete URL ulrich-mtc.de/support. Dann der E-Mail-Verkehr zu uns, der gleichzeitig auch beim Ticketsystem entsteht. Wir haben montags bis freitags über die eingeblendete Telefonnummer 033-631-434109 zwischen 9 und 10 unsere individuelle Telefonstunde, die meistens länger geht als von 9 bis 10, aber Sie nur in der Zeit 9 bis 10 die Möglichkeit haben, einmal durchzuklingeln. Sie werden garantiert zurückgerufen und wir hoffen dabei im individuellen Gespräch, bei dem wir überhaupt keine Hast und gar keinen Zeitdruck haben, Ihre Fragen vernünftig und hilfreich zu beantworten. Dann gibt es den kostenlosen Newsletter seit einiger Zeit. Da können Sie einfach auf die Seite ulrich-mtc.de gehen und dort werden Sie gelenkt, um den kostenlosen Newsletter bei uns zu beantragen. Den können Sie selbstverständlich, wenn Ihnen das irgendwann zu viel ist. Wir haben die Absicht, so ein oder zwei Newsletter im Monat zu versenden. Können Sie den selbstverständlich auch jederzeit wieder abmelden. Ja, Workshop sind wir gerade dabei. Zum Workshop die Aufzeichnung, darauf habe ich schon hingewiesen. Und Sie sehen unten in dem kleinen Kasten, sehen Sie Agile Smart als Wissensbasis, Agile Smart, unseren Informationsdienst, dem Sie unkompliziert auch über diesen Link, wo da rechts steht, hier anmelden. Über diesen Link von Ihrem PDF aus können Sie sich anmelden. Es ist ein Risiko von 1 Euro allein und Sie haben Zugriff sofort zu einer riesengroßen Wissensbasis. Das Wissen, was wir vermitteln, beschäftigt sich mit Methoden, die Sie einsetzen können zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität und hat das Ziel Leben ohne Krankheit. Und wenn Ihnen das irgendwann zu viel sein sollte, dann können Sie das jederzeit wieder, auch im ersten Monat, können Sie das fristlos stornieren. Wenn Ihnen das gefällt, was wir dort bringen und wenn Sie daran interessiert sind, sich Ihr Wissen zu erweitern, um eben selbstverantwortlich Ihre Gesundheit zu erhalten und zu verbessern, dann bleiben Sie dabei und dann kostet das im Monat 7 Euro. Jederzeit natürlich weiterhin fristlos stornierbar, gar kein Problem. Das wollte ich Ihnen ans Herz legen und natürlich freuen wir uns darüber, wenn Sie uns Empfehlungen geben zu potenziellen Anwendern. Den Ablauf habe ich hier ganz kurz aufgeschrieben. Das können Sie sich dann auf Ihrer heruntergeladenen PDF noch einmal durchlesen. Ganz einfach geht es immer darum, anderen Menschen eine Freude zu machen, nämlich deren Lebensqualität zu verbessern. Das können Sie. Und wenn Sie dann diejenigen zu Agile Care kommen, das heißt ein Gerät in unserem Shop bestellen, die Shop-URL habe ich in Klammern eingetragen, unter drittens, dann bekommen Sie als Dankeschön von uns 150 Euro überwiesen und wir freuen uns darüber, dass Sie anderen eine Freude gemacht haben. Ja, das war jetzt, ich bin doch nicht ganz so schnell, wie ich es Claudia gegenüber angekündigt habe heute, das war jetzt sozusagen hier mein Durchlauf des vorbereiteten Vortrags. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir so gut zugehört haben und freue mich jetzt schon auf die Beantwortung Ihrer Fragen. Ich bedanke mich bei Claudia und Renate dafür, dass Sie im Hintergrund Ihre Fragen aufnehmen. Die Fragen, die Sie nämlich im Chat eingeben und Sie bereiten mir das in einer Datei vor, dass es mir leichter fällt, Ihnen diese Antworten zu geben. Und die erste Frage hat